Hallo, mein Name ist Tobias Messerschmidt und ich bin Gründer der Messerschmidt GmbH und heute sage ich euch was über Steine bzw. Grabsteine aus Granit. Es gibt zig verschiedene Steinarten, viele sagen dazu Granit. Es gibt Basalt, Gabbro, es gibt Gneis, ganz, ganz unterschiedliche Steine. Und viele sagen dazu Granit, das ist nicht ganz richtig, allerdings, das sind alles Hartgesteine und die haben eins gemeinsam, die sind sehr beständig. Das heißt, Beispiel, ein Granit hat einen Verwitterungswert, gibt es unterschiedliche, aber mal ganz grob, pro Millimeter 500 Jahre. Also in 500 Jahren ist ein Millimeter vom Stein weg, also wahnsinnig beständig. Es kommt nicht also von ungefähr auf Granit gebissen. Also das ist wirklich ein sehr harter Stein. So. Er ist natürlich sehr pflegeleicht. Und da hat man natürlich was absolut Beständiges und hat man über die Zeit von einem Grab natürlich absolut seine Ruhe. Allerdings sollte man eins auch wissen, die Herkunft der Granite oder der generell der Hartgesteine der meisten kommt aus der Tiefe und wo Hitze und Druck und Riesenkräfte walten, da ist der Stein entstanden. Und ein Geologe hat man zu mir gesagt, er wird nie einen Grabstein machen aus dem tiefen Gestein, weil wo Hitze und Gewalten arbeiten unten, da will er eigentlich nicht hin, beziehungsweise will nicht, dass ein Stein dort herkommt, wo er mal hat. Genau. Die Ideologie ist absolut richtig. Da habe ich da meinen Blickwinkel nach dieser Aussage auch komplett gewandt. Und ich finde auch, ich persönlich würde ein Sedimentgestein, Sandstein, Kalkstein, was auch immer, bevorzugen. Das muss aber jeder selber entscheiden. Und ich hoffe, ich konnte euch da einen kleinen Einblick geben. Und wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Euer Tobias.